Dirk, ich war den ganzen Tag nicht bei dir. Mein Gott. Jetzt komme ich fast zu spät, du hast recht. Mein Gott. Du hast ja schon alles gestylt hier. Du hast ja vorne sogar Schutzbild dran. Ich hab gedacht, ich mach das noch, wollte ich eigentlich neu machen, aber kennst mich ja, ich ja. Hab einfach keinen Ruf. Beim Neu lackiere ich das Ding. Ja. Batteriekasten mal. Mit den Seitentafeln sieht auch gut aus, ne? Ja gut, der wollte halt nicht zu groß haben. Ja, ist ja passt ja auch. Und dahinter halt wieder üblich, ne? Ja. Styling vom Allerfeinsten. Blinker hast du auch schon dran geschraubt. Rücklicht muss noch dran bleiben. Ja. Muss was sein. Stoßstein, wo war dann die eigentlich? Ich glaube, der wollte vielleicht sogar neue kaufen. Aber sieht gut aus. Ja. Jetzt hat das, es kriegt das Ding Style hier. So, sieht richtig geil aus, finde ich. Cool. Also das ist die Hut. Ja, hallo Hut. Mike Gardin, das ist der Harry. Ne? Ja, Harry. Ja, genau. Und du hast einen Zettel geschrieben. Du hast einen Zettel, ich einen Zettel geschrieben. Am Computer, ja. Das will was heißen. Am Computer war er sogar. Ja, und hab's bei ihm ins Chef geschickt, weil es David ausdrucken konnte. Das ist genau wie du willst. Weil der mag uns nicht, der Drucker. Schatz, dann müssen wir es ein bisschen leiser, so eine Tonspur. Ja, wieso denn? KNN-Luftfilter willst du auch dran haben? Wenn das geht. Das ist ja der Wahnsinn. Das würde ich. Jetzt. Wenn das funktioniert. Wir gehen mal zu dem Moped da. Wir gucken da mal. Ja. So, das ist die Wunderkiste vom Harry. Der Aufkleber finde ich geil hier am Tank. Der Aufkleber finde ich scharf. Den wollte mein Gardin haben. Die Gardin. Der Gemeinde Rautraner ist gut. Ja, der ist gut, der ist, gefällt mir. Hast du hier auch nochmal? Ja, okay. So. Was haben wir hier drauf? 46.000? Ja, das könnte stimmen. Das ist doch gerade erst eingefahren, das Motorrad. Ja. Die Elektrik, die sieht lecker aus. Okay. Ja, die sieht super aus. Da bist du dran verzweifelt, ne? Ja. Hier mit deinem Schaumstoff, das du da gemacht hast, gefällt mir nicht. Das wollte ich erst schon mal sagen. Aber die Sitzbankunterlage, die hat was. Ja klar, die stammt aus der Restekiste. Die hat was. Das hat Style. Und ich verweise hier auf das wichtigste Bauteil, was der TÜV-Sachverständige mir ans Herz gelegt hat. Der Rückstrahler. Der Rückstrahler. Ja, und der kommt da richtig. Also das Original von dem Motorrad habe ich extra gerettet. Ja. Damit es jo was wird, ne? Ja, das wird was. Mit dem TÜV. Ja, mit dem Schutzblech, das ist auch cool. Cool. Und der ranzige Look. Ja. Wie viel will es sich gekostet? Was ist das hier? Das hier ist, das sind echte Zähne. Das sind echte Zähne. 3D. Aha. Von einem Tiger oder von was? Ja, selber gemacht. Selber gemacht, okay. Gut, dass du selber rausfliegst. Das kommt auch cool. Die Lampe, wo hast du denn die Lampe her, Mensch? Die ist ja riesig. Selber gebaut. Echt? Ja. Es ist, hintere Teil ist ein Moped-Scheinwerfer aus der 50er. Ja. Und das vordere Teil ist ein Harley-Sportster. Deswegen auch die doppelte Lampe ring, weil da ist vibrationssicher, wasserdicht, elastisch glatt und so weiter. Okay. Da passiert gar nichts mehr. Also da hast du dir schon Gedanken gemacht? Ja. Ja, cool. Ohne drin habe ich alle Helme noch ein Abdeckblatt. Und da kommt ja noch alle Tacho rein. Und wenn ich dann weiß, wie viele Kabel da rauskommen, kann ich mir das Ding dann zurecht machen und eine Festschniede. Das ist also alles schön fix und fertig, liegt das daheim. Cool. Und der Auspuff hast du auch gewickelt? Den habe ich auch gewickelt, genau. Okay. Ja, geil. Oh. Mal sehen, wie er Dampffenster sieht. Ich weiß das erste Mal. Ja, cool. Wir haben eine neue Musikrichtung, die Gundela. Die ist geil. Ja, auf jeden Fall machen wir Bremsen sauber. Wir sind hier alle zwei am Draufklopf. Die Gundela ist geil, ne? Oh ja, bei YouTube muss sie die Brille aufsetzen, ist klar. Immer hat sie immer auf. Gut.
Kawasaki C4 Bremse habe ich jetzt schön vorbearbeitet. Die Kolbe sind auch wieder Picopago. Das sind die Bremse, wo in die Spezialbolt durchkommen. Dirk, das läuft beim Kennezahner Kawa, hä? Ja, letzten Züge. Ja. Da unten machst du jetzt den Zündschluss hin? Ja, Zündschluss. Die Lampe hast du schon dran? Ja. Ja. Sieht doch cool aus. Ach, der Telefon wieder. Die Tante Hilde hat uns wieder Kuchen gebacken. Das ist doch schön, ne? Meine Nachbarin. Also wir haben uns hier richtig lieb. Guck doch mal hier. Das ist doch schön. Immer wenn sie Kuchen backen tut, kriegen wir auch immer was. Das ist ein Traum. Das schmeckt auch immer bei ihr. Ich habe jetzt hier die Gabel auseinandergenommen von der 650er Kawasaki. Leute, das war ein Abtraum. Da war alles verrost, vergammelt. Warte mal. Ja. Seht ihr das? Da ist nichts mehr drin hier. Das, also wie mit dir rausgekriegt haben, das war aber doch spezial. Nur Scheiße hier, dass du dein Ding anpackst. Oh. So, das ist der Rahmen vom Reinoldshahner BMW. Der ist schon mal gestrahlt. Und der Rest auch. Da geht es jetzt auch bald wieder rund. So, die offene Gasschieber sind drin. War ein Problem mit der Sicherung da drin. Na egal. Es geht wieder. Die Dick hat den Tacho schon vorne dran gemacht. Die Woche. Bin mir dann nicht sicher, ob ich schon mal drauf habe. Und die Lampe. Das sieht jetzt so aus. Die Sitzbank. Das ist die Sitzbank. Hier legst du mal drauf. Na, so sieht es jetzt mit der Sitzbank aus. Das ist doch wieder sauber geworden. Geh gerade mal hier so durch. So, morgen geht's an die Elektrik. Dann ist die auch bald am Start. Das sind Sebastian seine Bandit. Die haben wir so umgestylt. Da vorne hat er so eine Lampenmaske drauf gemacht. Na gut. Da warten wir jetzt noch auf die offenen Luftfilter. Alles vorbereitet, alles gut. Den Wolfgang sein Ofen, den haben wir jetzt auch erstmal soweit. Der Wolfgang sagt, restauriert wird sie erst im Winter. Er will sie dieses Jahr mal fahren. Wir haben jetzt auch momentan nicht viel Zeit. Das ist nämlich ein Auftrag hier. Aber ich zeige euch mal, was wir alles schon geändert haben. Schrecklich haben wir nicht geändert. Also Schutzblech haben wir vorne gekürzt. Das sieht jetzt so aus. So ein Bildchen kriege ich. Gut. Dann haben wir die seitliche Tafel da dran gemacht. Die gibt es bei Kickstarter für kleines Geld. Der Wolfgang hat mitgebracht diese Rask-Anlage. Die ist drauf. Und der Auspuff Sebring. Da haben wir auch einen Halter gemacht. So sieht das jetzt aus. Die komische Sitzbank, alles bleibt jetzt noch. Wie gesagt, das wird im Winter wird die geändert. Alles klar. Ja, alles gut so. Anfangen zu hey, ich will jetzt mal was erzählen, hier im Mango. Wir haben jetzt Feierabend, das wird ja Zeit, du hast auch wieder den ganzen Tag. Du bist selbstständig. Ja. Was treibst du so? Ich mache alles, was im Haus zu renovieren ist. Bau Fenster ein, bau Innentüren ein, Haustüren, Garagentore. Über meine Ex-Firma kann ich die besorgen und kann sie mit einbauen. Und leg Laminat, Beiputzarbeit. Laminat legst du auch? Leute, der macht alles. Also alles, was rund ums Renovieren angeht. Mhm. Aber Plattenleger bist du kein. Plattenleger bist du kein. Also ist kein Plattenleger, ne? Weil die sind, aber die sind rar, die Plattenleger. Ja, mhm. Und auch teuer. Ja. Und Elektrik und Masse mache ich auch nicht. Okay, aber die andere Sache, so das, was du gerade aufgezählt hast. Ja. Dann gib mal irgendwas durch, damit die Leute wissen, wer du bist. Ja, servus, bin der Marco Rehm. So kommt man wie der Weihnachtsmann zum Osterhaus. Kriege ich mal Werbung über YouTube. Er muss aber ein Kasten Bier dafür bringen, nur mal so, ne? Also ganz kostenlos kriegt er das nicht. Ja, kriege ich mal hin. Das soll es nicht dran scheitern. Wenn ihr Interesse habt oder Anfragen, ist die 01525 439 2893. Mal die Ärmel wieder runter machen, da fehlt noch ein bisschen Beibrein, sehe ich gerade. Und wo ist dein Lade? Oder da ist? Haupteinzugsgebiet ist ein Umkreis von Fulda, plus minus 30, 40, 50 Kilometer. Alles andere müsste man dann diskutieren, ob es sich rendiert. Und dein Standort ist eigentlich? Fliehen. Fliehen. Direkt Fliehen? Ja. Aus dem Königreich.
Gut, also ihr habt es jetzt mitgekriegt, was der alles treibt. Wenn ihr Interesse habt, Telefonnummer, ne? Ist klar, hat er durchgegeben. Also meldet euch, schönen Feierabend. Ja. Freue mich auf Kontakte. Tschüss. Ciao. Der Bernd war heute wieder sehr fleißig. Du hast alles zerlegt. Ja gut, das lacht doch. Der Tank ist ohne. Sieht auch ganz gut aus. Genau, die Auspuffanlage hast du auch immer geschmissen. Da liegt sie. Die ist ja noch wie neu hier. Die ist ja richtig geil. Das ist richtig gut. Aber im Tank ist jede Menge Rost. Den zeige ich mir dann auch nochmal. Das ist der Tank, da läuft noch die alte Suppe raus. Mal gucken, der leuchtet mal hier oben rein. Was denn? Hier seht ihr das. So sieht der Tank von unten aus. Katastrophe. Hoffentlich kriege ich mit dem noch mal hin. Weil von außen sieht er noch richtig top aus. Wenn wir Pech haben, dann ist das Material schon dünn. Na gut, jetzt lassen wir erstmal die Benzin schon auslaufen. Dann gucken wir mal weiter. Achtung! Da ist folgendes passiert. Da ist dieser Opel Manda mit 1917 Männer an uns vorbei. Hier. Das war natürlich mein Vater, ne, immer Renngene und so weiter, immer schnelle Motorräder. Das war natürlich für den eine Niederlage vom Allerfeinsten. Weil er das Ding nicht im Griff gehabt hat, das ist das ganze Problem. Hätte er runtergeschaltet, ne, das Ding, der ist ja nur die Viertakter gewöhnt gewesen. Der haben ja bei 6.000, 7.000 aufgehört, die Engländer. Der Opelmann hat einfach durchgezogen. Und da ist der Opel vorbei. Das war das ganze Problem. Hätte er das Ding richtig in den Arsch gedreht, der wäre der Opel nicht vorbei. So war die Liebe durch. Das will ich nicht nur mal sagen. Warte mal, ich mach mal kurz. Weil es gibt ja in dem Film da mit der RD350 da von meinem Vater, gibt es ja jede Menge Kommentare. Und da sind ja auch Leute, die haben ja sowas auch gefahren, die haben gesagt, ein Opel Manta hat uns noch nie überholt, weißt du, lalala. Ist ja richtig. Nur, Fakt war, das will ich jetzt nur damit klarstellen, ich da hinten drauf, also der Yamaha, ne, der hat auch ungefähr, was weiß ich, was hat er gewogen, so 80 Kilo, sag ich mal, angezogen mit seiner Rennkombi und ich hatte auch 50 irgendwie plus und das Ding hatte im Endeffekt nur 350 Kubik gehabt und der Opel Manta hat uns gejagt. Hätte er frühzeitig runtergeschaltet, das war er ja nicht gewohnt, ne? Da hat er das Ding, da ist er nicht viel mitgefahren, habe ich ja alles erzählt in dem Film. Da wäre der Mann da nicht vorbeigegangen, ist ja klar. Ein Fehler hat eigentlich mein Alter gemacht, mein Vater. Der hatte Fehler gemacht und dann war der halt beleidigt, was weiß ich. Und dann kam das Ding halt weg. Das wollte ich jetzt nur mal so kurz erwähnen. Also, da hat das Ding nicht im Griff gehabt, der konnte sie nicht fahren, das war es alles. Der Wolfgang hat sein Motorrad geholt beim Auspuff Bauer. Mal gucken. Das sieht doch mal gut aus. Die Auspuffs sind schon hochgelegt. Na, wir laden sie erstmal aus. Oh. Da ist das gute Stück. Das sind die Schalldämpfer. Das Zwischenrohr. Das ist auch cool gemacht. Da dazwischen der Schalldämpfer, der fehlt, ne? Wo du normal die Uhr drin hast. Brauchen wir auch nicht. So, gucken wir uns das mal an hier. Von hinten, das sieht schon knackig aus. Das ist gut. Das ist gut. Mal sehen, ob man einen Sound noch rauskriege. Geil. Benzinflasche habe ich angehängt, habe noch kein Benziner dran. Komm mal gucken. Was der Auspuff sagt. Gut. Ah!
Das ist doch immer ein Traum hier. Die hören sich richtig gut an. Das ist doch wieder richtig cool. Geil. So, und was sie auch noch haben, da steht's, die sind TÜV zugelassen. Die haben also eine Betriebserlaubnis. Gut. Ja. Jetzt geht's motiviert weiter an dem Apparat. Nachstelle, ein bisschen viel Spiel. Cool. Ersten Meter. So. Servus, die Mara. Ja. Grüß euch, die Burm. Du hast gerade schon mal einen Proberitt gemacht? Ich habe einen Proberitt gemacht. Es war total super. Also, ja, so wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Genial. So, jetzt geht der Apparat wieder nach Österreich. Genau. Der wird jetzt wieder abtransportiert. Ja. Nach Hause. Dann machen wir mal kurz noch einen TÜV, aber da wird ja nicht viel sein. Nö, alles cool. Eben. Also läuft total geschmeidig. Ja. Das ist ein riesen Vergleich. Ich war ja im Januar hier. Ja. Und ihr habt echt super Leistung. Super Arbeit gemacht. Ja, danke. Sattel ist neu. Hab ich gerade getestet. Hier, bevor du zu viel lobst, machen wir jetzt Schluss, ne? Soll ja keine Werbeveranstaltung. Nein, um keinen Fall. Nein. Okay. Ich habe wieder Ideen. Im September. Jetzt noch nicht. Wir haben noch ein wenig Luft. Habe ich mir überlegt, dass wir eine Kaffeeresa-Ausfahrt machen. Wir treffen uns hier bei uns in der Hexenküche mit Übernachtung, fahren von hier aus nach Thüringen, Leutenberg, so mit Blick, könnt ihr mal googeln. Ist absolut geil, nur wir müssen dann halt sehen, dass wir da vorher Bescheid geben, wie viele Leute wir sind, weil die haben ja auch nicht, die haben ja nicht 1000 Übernachtungen. Also 1000 Betten haben sie nicht, aber die haben schon ein bisschen was. Egal, auf jeden Fall, dass wir da im September, suchen wir unser Wochenende aus, dass wir da hingrusen. Schöne Landstraßen, sind geile Kurven, sind von hier aus ungefähr, wenn ich kleine Sträßchen fahre, 200 Kilometer. Da könnt man so schön gemütlich den ganzen Tag mit verbringen, gehen noch irgendwo essen und so. Dann machen wir dort Übernachtung. Leutenberg, Sommersblick, ist echt, ihr müsst mal googeln, ist echt cool. Viele kennen es ja eh schon. Und dann tun wir das Sonntag wieder heimgrusen, ne? Oder entweder hierher oder die Leute, wo da unten aus der Gegend sind, die können ja von dort aus heimfahren. Das ist wurscht, das sehen wir dann. Das wäre das. So, jedenfalls bei der Honda haben wir das Problem, dass sie im Stand raselt. Ich dachte, es hängt irgendwie an der Kupplung. Aber jetzt, wenn ich das gerade mal filme, hier ist die Kupplung drauf. Hört ihr das Geräusch? Da muss der Motor zerlegt werden. Sonst kann ich das nicht reparieren. Scheiße. So. Wenn's Wochenende wieder regnet, könnt ihr wieder gucken. Ich lade das wahrscheinlich erst am Samstag hoch. Ich habe jetzt hier abends nochmal mich hingesetzt und habe von 2018 und von 2019 Zusammenschnitt gemacht mit den ganzen Umbauten, was wir hier so gedreht haben. Ich hoffe, ich habe sie alle bei. Es sind noch ein paar andere kleine Einlagen drin. Ein Film geht über 50 Minuten, ich glaube, der andere geht sogar eine Stunde. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal gucken. Da habe ich einfach mal so zusammengeschmissen, was wir da die letzten Jahre gedreht haben. Jo. Das wollte ich noch gesagt haben. Tschüss. Jungs und Mädels, YouTuber, schönes Wochenende wünsche ich mir. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Bleibt sauber, gell? Und guckt schön Videos. Tschüss.